Die Irrlichter sind in der Stadt, sagte die Moorfrau. Es gab einen Mann, der einmal viele neue Märchen wusste. Aber nun waren sie ihm entschlüpft, wie er sagte. Das Märchen, das ganz von selbst Besuch machte, kam nicht mehr und klopfte an seine Tür. Und warum kam es nicht? Ja, es ist wahr, der Mann hatte seit Jahr und Tag nicht daran gedacht, nicht erwartet, dass es kommen und anklopfen würde, und es war auch gewiss nicht da gewesen. Denn draußen war Krieg, und drin war Kummer und Not, die der Krieg mit sich führt. Storch und Schwalbe kehrten von ihrer langen Reise zurück. Sie dachten an keine Gefahr. Und als sie ankamen, war das Nest verbrannt. Die Häuser der Menschen waren verbrannt, die Pforte in Unordnung, ja, ganz verschwunden. Die Rosse des Feindes stapften über die alten Gräber. Das waren harte, dunkle Zeiten. Aber auch sie nahmen ein Ende. Und nun hatten sie ein Ende, sagte man, aber noch immer klopfte das Märchen nicht an oder ließ etwas von sich hören. Es wird wohl tot sein oder weit fort wie viele andere, sagte der Mann. Aber das Märchen stirbt niemals. Und es verging über ein ganzes Jahr und er sehnte sich so sehr nach ihm. Ob das Märchen nicht doch wiederkommen und anklopfen sollte? Und er erinnerte sich seiner so lebhaft, in all den vielen Gestalten, in denen es zu ihm gekommen war. Bald jung und schön wie der Frühling selbst, ein liebliches kleines Mädchen mit einem Waldmeisterkranz im Haar und einem Buchenzweig in der Hand. Seine Augen leuchteten wie tiefe Waldseen im klaren Sonnenschein. Bald war es auch als Hausierer gekommen, hatte den Kramkasten geöffnet und Silberband herausflattern lassen, mit Versen und Inschriften zum Angedenken. Aber am allerschönsten war es doch, wenn es als altes Mütterchen kam, mit silberweißem Haar und mit so großen und so klugen Augen. Dann wusste es so recht, von den allerältesten Zeiten zu erzählen, noch lange bevor die Prinzessinnen mit der Goldspindel spannen und Drachen und Lindwürmer draußen lagen und aufpassten. Da erzählte es so lebendig, dass es jedem beim Zuhören schwarz vor Augen wurde und der Fußboden schwarz von Menschenblut zu sein schien. Gräulich zu sehen und zu hören und doch so vergnüglich, denn es war vor so langer Zeit geschehen. Ob es nicht mehr anklopfen sollte, sagte der Mann und starrte zur Tür, dass ihm schwarze Flecken vor die Augen und schwarze Flecken auf dem Fußboden erschienen. Er wusste nicht, ob es Blut oder Trauerflor von den schweren dunklen Tagen war. Und als er so saß, kam ihm der Gedanke, ob sich das Märchen nicht versteckt hätte, wie die Prinzessin in den richtigen alten Märchen, und sich nun suchen lassen wollte. Würde es gefunden, dann strahlte es in neuer Herrlichkeit, schöner als je zuvor. Wer weiß, es hat sich vielleicht in den weggeworfenen Strohhalm versteckt, der auf dem Brunnenrand wippt. Vorsichtig. Vorsichtig, vielleicht hält es sich in einer welken Blume verborgen, die in einem der großen Bücher auf dem Bord liegt. Und der Mann ging hin und öffnete eines von den allerneuesten Büchern, um sich Klarheit darüber zu verschaffen. Aber da lag keine Blume. Da stand von Holger Danske zu lesen. Und der Mann las, dass die ganze Geschichte erfunden und von einem Mönch in Frankreich zusammengestellt worden sei, dass es ein Roman und in die dänische Sprache übersetzt und gedruckt worden sei, dass Holger Danske gar nicht gelebt habe und also auch gar nicht wiederkommen könne, wie wir doch gesungen und so gern geglaubt hatten. Es war mit Holger Danske wie mit Wilhelm Tell. Alles nur leere Worte, nichts, worauf man sich verlassen konnte. Und das war in dem Buch mit großer Gelehrsamkeit zusammengeschrieben. Ja, ich glaube nun, was ich glaube, sagte der Mann. Es wächst kein Wegerich, wohin kein Fuß getreten ist. Und er schloss das Buch, stellte es wieder auf das Bord und ging zu den frischen Blumen auf dem Fensterbrett. Da hatte sich das Märchen vielleicht in der roten Tulpe mit den goldgelben Kanten versteckt oder in der frischen Rose
oder in der leuchtenden Kamelie. Der Sonnenschein lag zwischen den Blättern, aber kein Märchen. Die Blumen, die hier in der Zeit der Trauer standen, waren all viel schöner. Aber sie wurden abgeschnitten, jeder einzelne in Kränze gebunden, in den Sarg gelegt und darüber wurde die Fahne gebreitet. Vielleicht ist mit den Blumen auch das Märchen begraben. Aber die Blumen müssten davon gewusst haben und der Sarg hätte es vernommen, die Erde hätte es vernommen. Jeder kleine Grashalm, der hervorwuchs, würde es erzählt haben. Das Märchen stirbt niemals. Vielleicht ist es auch hier gewesen und hat angeklopft. Aber wer hatte damals Ohren und Gedanken dafür? Man sah düster, schwermütig, fast zornig auf den Sonnenschein des Frühlings, auf sein Vogelgezwitscher und all das erfreuliche Grün. Ja, die Zunge konnte die alten Volkslieder nicht ertragen. Sie wurden eingesargt wie so vieles, was unseren Herzen lieb war. Das Märchen kann wohl angeklopft haben, aber man hat es nicht gehört. Man hat nicht willkommen gesagt. Und so ist es fortgeblieben. Ich will gehen und es aufsuchen. Draußen auf dem Lande, draußen im Walde, am offenen Strand. Draußen auf dem Lande liegt ein alter Herrenhof mit roten Mauern, zackigem Giebel und wehender Fahne auf dem Turm. Die Nachtigall singt unter den fein gefransten Buchenblättern, während sie die blühenden Apfelbäume des Gartens anschaut und glaubt, dass sie Rosen tragen. Hier sind die Bienen in der Sommersonne sehr emsig und umschwärmen mit summenden Gesang ihre Königin. Der Herbststurm weiß von der wilden Jagd zu erzählen, von Menschengeschlechtern und dem Laub des Waldes, die alle dahinfahren. Um die Weihnachtszeit singen die wilden Schwäne draußen auf dem offenen Wasser, während man sich drin in dem alten Hof am Kaminfeuer in der Stimmung fühlt, Lieder und Sagen anzuhören. In dem alten Teil des Gartens, wo die große Allee von wilden Kastanien mit ihren Halbdunkel lockt, ging der Mann, der das Märchen suchte. Hier hatte der Wind ihn einmal etwas vorgesummt, von Waldemar Daae und seinen Töchtern. Die Dryade im Baum, die Märchenmutter selbst, hatte ihm hier den letzten Traum der alten Eiche erzählt. In Großmutters Zeiten standen hier beschnittene Hecken. Jetzt wuchsen hier nur Farnkraut und Brennnessel. Sie breiteten sich über verstreute Reste alter Steinfiguren aus. Es wuchs ihnen Moos in den Augen. Aber sie konnten ebenso gut sehen wie vorher. Das konnte der Mann, der das Märchen suchte, nicht. Er sah das Märchen nicht. Wo war es? Über ihn und die alten Bäume flogen die Krähen zu Hunderten hinweg und schrien: Kra, da, kra, da! Und er ging von dem Garten über den Wallgraben des Hofes in den Erlenhain. Da stand ein kleines sechseckiges Haus mit Hühnerhof und Entenhof. Mitten in der Stube saß die alte Frau, die das Ganze leitete und genau Bescheid wusste über jedes Ei, das gelegt wurde, über jedes Küchlein, das aus dem Ei herauskam. Aber sie war nicht das Märchen, das der Mann suchte. Das konnte sie durch ihren christlichen Taufschein und ihren Impfschein beweisen, die beide in der Kommode lagen. Draußen, nicht weit vom Hause, ist ein Hügel mit Rotdorn und Goldregen. Dort liegt ein alter Grabstein, der vor vielen Jahren von dem Kirchhof der Marktstadt hierher gekommen war. Eine Erinnerung an einen der ehrenwerten Ratsherren der Stadt. Seine Frau und seine 5 Töchter, alle mit gefalteten Händen und Halskrausen, stehen im Stein gehauen um ihn herum. Man konnte ihn so lange betrachten, dass er gleichsam auf die Gedanken wirkte und diese wiederum auf den Stein. Und der erzählte von alten Zeiten. Wenigstens war es dem Mann so ergangen, der das Märchen suchte. Als er nun hierher kam, sah er einen lebendigen Schmetterling auf der Stirn vor des Ratsherrn steinernem Bilde sitzen. Er schlug mit den Flügeln, flog ein Stückchen weiter und setzte sich ermüdet wieder auf den Grabstein, als ob er zeigen wollte, was da wuchs. Da wuchs 4-blättriger Klee, da wuchsen ganze 7 nebeneinander. Kommt das Glück, kommt es wohl auf. Der Mann pflückte den Klee und steckte ihn in die Tasche. Das Glück ist ebenso gut wie bares Geld, aber
ein neues, schönes Märchen wäre noch besser, dachte der Mann. Aber er fand es nicht. Die Sonne ging unter, rot und groß, die Wiese dampfte, die Moorfrau braute. Es war spät am Abend, er stand allein in seiner Stube, sah über den Garten, über Wiese, Moor und Strand. Der Mond schien hell, es dampfte über der Wiese, als wäre sie ein großer See. Und der war hier ja auch einmal gewesen, wie die Sage ging. Und Mondschein schärft den Blick für Sagen. Da dachte der alte Mann an das, was er in der Stadt gelesen hatte, dass Wilhelm Tell und Holger Danske nicht gelebt hätten. Aber im Volksglauben blieben sie doch, wie die See da draußen, lebendige Bilder der Sage. Ja, Holger Danske kommt wieder. Als er so stand und dachte, schlug etwas ganz stark ans Fenster. War das ein Vogel, eine Fledermaus oder eine Eule? Ja, die lässt man herein, wenn sie auch klopfen. Das Fenster sprang von selbst auf. Eine alte Frau guckte zu dem Mann herein. »Was ist's gefällig?« sagte er. »Wer seid ihr? Gleich in dieser ersten Etage seht ihr hinein. Steht ihr auf der Leiter?« »Ihr habt ein vierblättriges Kleeblatt in der Tasche«, sagte sie. »Ja, ihr habt sogar sieben, von denen das eine ein sechsblättriges ist.« »Wer seid ihr?« fragte der Mann. »Die Moorfrau«, sagte sie. »Die Moorfrau, die Braut. Ich war gerade dabei. Der Zapfen saß schon in der Tonne, aber einer von den kleinen Moorjungen riss in seinem Mutwillen den Zapfen heraus und warf ihn in den Hof, wo er gegen das Fenster schlug. Nun läuft das Bier aus der Tonne und damit ist keinem gedient.« »Erzählt mir doch mehr«, sagte der Mann. »Ja, wartet ein wenig«, sagte die Moorfrau. »Jetzt habe ich noch etwas anderes zu tun.« Und dann war sie fort. Der Mann wollte gerade das Fenster schließen, als die Frau schon wieder dastand. »Nun ist es getan«, sagte sie. »Aber das halbe Bier kann ich morgen wieder umbrauen, wenn das Wetter danach wird. Na, was habt ihr mich zu fragen? Ich bin wiedergekommen, denn ich halte immer mein Wort, und ihr habt sieben vierblättrige Kleeblätter in der Tasche, von denen das eine ein sechsblättriges ist. Das gibt Respekt. Das ist ein Ordenszeichen, das an dem Landwege wächst, aber nicht jedermann findet. Was habt ihr denn zu fragen? Steht nur nicht da wie ein Einfaltspinsel. Ich muss gleich vor zu meinem Zapfen und meiner Tonne.« Und der Mann fragte nach dem Märchen, fragte, ob die Moorfrau es auf ihrem Wege gesehen habe. »Ey, du großes Gebräu«, sagte die Frau, »habt ihr noch nicht Märchen genug? Ich glaub wirklich, dass die meisten genug haben. Hier gibt es anderes zu tun, auf anderes zu achten. Selbst die Kinder sind schon darüber hinaus. Geben Sie den kleinen Knaben eine Zigarre und den kleinen Mädchen eine neue Krinoline, das gefällt Ihnen besser. Märchen anhören. Nein, hier gibt es wahrhaftig anderes zu tun, wichtigere Dinge auszuführen.« »Was meint ihr damit?« sagte der Mann. »Und was wisst ihr von der Welt? Ihr seht ja nur Frösche und Irrlichter.« »Ja, nehmt euch nur vor den Irrlichtern in Acht«, sagte die Frau. »Sie sind heraus. Sie sind losgelassen. Von ihnen sollten wir sprechen. Kommt zu mir ins Moor, wo meine Gegenwart nötig ist. Da will ich euch das Ganze sagen. Aber beeilt euch ein wenig, solange eure sieben vierblättrigen Kleeblätter mit den einen Sechsblatt noch frisch sind und der Mond noch oben steht.« Weg war die Moorfrau. Es schlug 12 vom Turm, und noch ehe der letzte Schlag verklungen, war der Mann draußen am Hof zum Garten hinaus und stand auf der Wiese. Der Nebel hatte sich gelegt, die Moorfrau hörte auf zu brauen. »Es dauerte lange, bis ihr kamt«, sagte die Moorfrau. »Hexenzeug kommt schneller vorwärts als Menschen, und ich bin froh, dass ich als Hexenzeug geboren bin.« »Was habt ihr mir nun zu sagen?« fragte der Mann. »Ist es ein Wort über das Märchen?« »Könnt ihr denn immer nur danach fragen?« sagte die Frau. »Könnt ihr denn vielleicht über die Zukunftspoesie sprechen?« fragte der Mann. »Werdet nur nicht hochtrabend«,
sagte die Frau. Dann werde ich euch schon antworten. Ihr denkt nur an Dichterei, fragt nur nach dem Märchen, gerade als ob es die Herren vom Ganzen wäre. Es ist wohl nur das Älteste, wird aber immer als das Jüngste angesehen. Ich kenne es wohl, ich bin auch einmal jung gewesen und das ist keine Kinderkrankheit. Ich bin einmal ein ganz niedliches Elfenmädchen gewesen und habe mit den anderen im Mondschein getanzt. Habe auf die Nachtigall gehört, bin in den Wald gegangen und dem Märchenfräulein begegnet, das sich immer draußen umhertrieb. Bald schlug es sein Nachtlager an einer halb aufgesprungenen Tulpe und an einer Wiesenblume auf. Bald schlüpfte es in die Kirche und hüllte es in den Trauerflor, der von den Altarlichtern hing. »Ihr wisst prächtig Bescheid«, sagte der Mann. »Ich sollte doch wohl ebenso viel wissen wie ihr selbst«, sagte die Moorfrau. »Märchen und Poesie. Ja, das sind zwei Ellen von einem Stück. Sie könnten sich hinlegen, wo sie wollen. Ihr ganzes Werk und all ihr Gerede kann man nachbrauen und es besser und billiger machen. Ihr solltet es von mir umsonst bekommen. Ich habe einen ganzen Schrank voll Poesienflaschen. Es ist die Essenz, das Feine davon, Kräuter, Süße und Bittere. Ich habe alles auf Flaschen, was die Menschen an Poesie brauchen, um an Festtagen ein wenig aufs Schnupftuch zu nehmen und daran zu riechen.« »Das sind ganz wunderliche Dinge, die ihr da erzählt«, sagte der Mann. »Ihr habt Poesie auf Flaschen?« »Mehr als ihr vertragen könnt«, sagte die Frau. »Ihr kennt wohl die Geschichte von dem Mädchen, das auf das Brot trat, um seine neuen Schuhe nicht zu beschmutzen?« »Sie ist geschrieben und gedruckt.« »Die habe ich selbst erzählt«, sagte der Mann. »Ja, da kennt ihr sie auch und wisst, dass das Mädchen gleich in die Erde zur Moorfrau hinabsank, gerade als des Teufels Großmutter sie besuchte, um sich die Brauerei anzusehen. Sie sah das Mädchen und erbat es sich als Postament zur Erinnerung an den Besuch und sie bekam es. Und ich bekam ein Geschenk, wovon ich keinen Nutzen habe.« Eine Reiseapotheke, einen ganzen Schrank voll Poesie auf Flaschen. Die Großmutter sagte, wo der Schrank stehen solle, und da steht er noch. Seht einmal, ihr habt ja eure 7 vierblättrigen Kleeblätter in der Tasche, von denen das eine ein 6-Blatt ist. Dann werdet ihr es wohl sehen können. Und wirklich, mitten im Moor lag so etwas wie ein großer Erlenknochen, und das war Großmutters Schrank. »Der stehe der Moorfrau und jedem in allen Ländern und zu allen Zeiten offen«, sagte sie, »wenn sie nur wüssten, wo er steht.« Er war von vorn und hinten, an allen Seiten und Kanten zu öffnen. Ein wahres Kunstwerk und sah doch nur aus wie ein alter Erlenknochen. Die Poeten aller Länder, besonders unseres eigenen Landes, waren hier nachgemacht. Ihr Geist war ausspekuliert, rezensiert, renoviert, konzentriert und auf Flaschen gezogen. Mit großem Instinkt, wie man das nennt, wenn man nicht Genie sagen will, hatte die Großmutter das aus der Natur genommen, was gleichsam nach diesen oder jenen Poeten schmeckte. Ein wenig Teufelei hinzugetan, und so hatten sie die Poesie in Flaschen für die ganze Zukunft. »Lasst mich einmal sehen«, sagte der Mann. »Ja, aber da sind wichtigere Dinge anzuhören«, sagte die Moorfrau. »Aber nun sind wir bei dem Schrank«, sagte der Mann und sah hinein. »Hier sind Flaschen von allen Größen. Was ist denn dieser? Oh, und was in der?« »Hier ist das, was Sie Maiduft nennen«, sagte die Frau. »Ich habe das nicht geprüft, aber ich weiß, wenn man davon nur eine kleine Neige auf den Boden gießt, dann steht da sofort ein schöner Waldsee mit Wasserrosen, Wasserlies und wilden kleinen Krauseminzen. Man gießt nur 2 Tropfen auf ein altes Aufsatzheft, selbst von der niedrigsten Sorte, und dann wird das Heft eine ganze Duftkomödie, die man sehr gut aufhören und auch darüber einschlafen kann. So stark duftet sie. Es soll wohl eine Höflichkeit gegen mich sein, dass auf der Flasche geschrieben steht, Gebräu der Moorfrau. Hier steht die Skandalflasche. Es sieht aus, als wäre nur schmutziges Wasser darin, und es ist auch schmutziges Wasser. Aber mit Brausepulver aus Stadtklatsch.
3 Lot Lügen und 2 Gran Wahrheit mit einem Birkenzweig umgerührt, nicht aus einer Spießrute, die in Salzlake gelegt und aus dem blutigen Körper des Sünders geschnitten ist. Oder ein Stück von der Rute des Schulmeisters, nein, gerade aus dem Besen genommen, die den Rinnstein fegte. Hier steht die Flasche mit der frommen Poesie in Psalmton. Jeder Tropfen hat einen Klang wie das Kreischen der Höllenpforte und ist aus Blut und Schweiß der Züchtigung bereitet. Manche sagen, es sei nur Taubengalle, aber die Tauben sind die frömmsten Tiere. Sie haben keine Galle, wie die Leute sagen, die keine Naturgeschichte kennen. Hier stand die Flasche aller Flaschen. Sie nahm den halben Schrank ein, die Flasche mit den Alltagsgeschichten. Sie war mit Schweinsleder und Schweinsblase zugebunden, denn sie konnte es nicht vertragen, etwas von ihrer Kraft zu verlieren. Jede Nation konnte hier ihre eigene Suppe bekommen, je nachdem, wie man die Flaschen drehte und wendete. Hier war alte deutsche Blutsuppe mit Räuberklößen, auch dünne Hausmannssuppe mit wirklichen Hofräutern, die wie Wurzeln darin lagen und obenauf schwammen philosophische Fettaugen. Da war englische Gouvernantensuppe und französische Potage à la Coque aus Hühnerknochen und Sperlingseiern zubereitet. Auf Dänisch Kankansuppe genannt, aber die beste Suppe war die kopenhagenische. Das sagte die Familie. Hier stand die Tragödie in der Champagnerflasche, die konnte knallen und das soll sie. Das Lustspiel sah wie feiner Sand aus, den Leuten in die Augen zu streuen, das heißt das feinere Lustspiel. Das Gröbere war auch in einer Flasche, bestand aber nur aus Zukunftsplakaten, wobei der Name des Stückes das kräftigste war. Da waren ausgezeichnete Komödientitel wie »Darfst du das Werk bespeien?«, »Eins hinter die Ohren«, »Das süße Biest« und »Sie ist sternhagelvoll«. Der Mann wurde ganz nachdenklich, aber die Moorfrau dachte noch weiter. Sie wollte zum Schluss damit kommen. »Nun habt ihr wohl genug in die Kramkiste gesehen«, sagte sie. »Nun wisst ihr, was das ist, aber das Wichtigere, was ihr wissen solltet, das wisst ihr noch nicht. Die Irrlichter sind in der Stadt. Das hat mehr zu bedeuten als Poesie und Märchen. Ich sollte jetzt den Mund halten, aber es muss eine Fügung sein. Schicksal, etwas, was mir durchgeht. Es sitzt mir in der Kehle, es muss heraus. Die Irrlichter sind in der Stadt, sie sind losgelassen. Nehmt euch in Acht, ihr Menschen.« »Davon verstehe ich kein einziges Wort«, sagte der Mann. »Seid so gut und setzt euch auf den Schrank«, sagte sie. »Aber fallt mir nicht hinein und schlagt mir nicht die Flaschen in zwei. Ihr wisst, was daran ist. Ich werde die große Begebenheit erzählen. Sie ist erst gestern und sie ist schon früher geschehen. Sie hat noch 364 Tage herumzulaufen. Ihr wisst wohl, wie viele Tage das Jahr hat.« Und die Moorfrau erzählte. »Hier draußen im Sumpf war gestern etwas Großes los. Hier war Kindstaufe. Hier wurde ein kleiner Irrwisch geboren. Ja, hier wurden 12 geboren von der Art, denen es gegeben ist, dass sie als Menschen auftreten, wenn sie wollen, und unter diesen agieren und kommandieren können, als wären sie geborene Menschen. Das ist ein großes Ereignis im Moor, und darum tanzten alle Irrlichtmännchen und Irrlichtweibchen wie kleine Lichter über Moor und Wiese. Es gibt nämlich auch Weibchen, aber man spricht nicht davon. Ich saß auf dem Schrank und hatte alle 12 kleinen neugeborenen Irrwische auf meinem Schoß. Sie leuchteten wie Johanneswürmchen. Sie fingen schon an zu hüpfen und nahmen jede Minute an Größe zu. Und noch ehe eine Viertelstunde um war, sah ein jedes von ihnen ebenso groß aus wie ihr Vater oder ihr Onkel. Nun ist es ein altes angeborenes Recht und eine Vergünstigung, wenn der Mond gerade so steht, wie er gestern stand. Und der Wind gerade so bläst, wie er gestern blies, dass es dann alle Irrlichtern, die in dieser Stunde und in dieser Minute geboren werden, gegeben und vergönnt ist, Menschen zu werden. Und jedes von ihnen darf ein ganzes Jahr ringsum seine Macht ausüben. Das Irrlicht kann durch das Land und auch durch die Welt laufen, wenn es nur keine Angst hat, in den See zu fallen oder von einem schweren Sturm ausgeblasen zu werden.
Es kann geradewegs in einen Menschen hineinfahren, für ihn sprechen und alle Bewegungen machen, die es will. Der Irrwisch kann jede Gestalt annehmen, Mann oder Frau werden, kann in ihren Geist nach seiner Art handeln, sodass nur geschieht, was er will. Aber er muss in einem Jahr 365 Menschen auf Abwege bringen können, sie vom Wahren und Richtigen fortführen, und das im großen Stil. Dann erreicht er das Höchste, wozu ein Irrwisch es bringen kann, nämlich Läufer vor des Teufels Staatskutsche zu werden, glühende, brandgelbe Kleider zu tragen und Flammen aus dem Hals zu speien. Danach kann sich ein einfacher Irrwisch den Mund lecken. Aber es sind auch für einen ehrgeizigen Irrwisch, der eine Rolle zu spielen gedenkt, Gefahren und große Beschwerden dabei. Gehen dem Menschen die Augen auf, wer er ist, und kann er ihn dann wegblasen, so ist es aus mit ihm. Und er muss in den Sumpf zurück. Und wenn der Irrwisch, noch ehe das Jahr um ist, von Sehnsucht ergriffen wird, zu seiner Familie zu kommen und sich selbst aufgibt, ist es auch aus. Er kann nicht länger klar brennen, geht bald aus und kann nicht wieder angezündet werden. Und das Jahr geht zu Ende und hat er noch nicht 365 Menschen von der Wahrheit und allem, was gut und herrlich ist, abgebracht, so ist er verurteilt, in faulem Holz zu liegen und zu leuchten, ohne sich zu rühren, und das ist die fürchterlichste Strafe für einen lebhaften Irrwisch. Das alles wusste ich, und das alles sagte ich den 12 kleinen Irrlichtern, die ich auf meinem Schoß hatte und die vor Freude ganz außer sich waren. Ich sagte ihnen, dass es das Sicherste und Bequemste sei, auf die Ehre zu verzichten und gar nichts zu tun. Das wollten die jungen Flammen nicht und sahen sich schon in glühenden, brandgelben Gewändern mit Feuer aus dem Hals. »Bleibt bei uns«, sagten einige der Alten, »treibt euer Spiel mit den Menschen«, sagten die anderen. »Die Menschen trocknen unsere Wiesen aus, sie drainieren sie, was aus unseren Nachkommen werden.« »Wir wollen Flammen, Flammen«, sagten die neugeborenen Irrlichter, und so war es abgemacht. Jetzt war sofort Minutenball, kürzer konnte es nicht sein. Die Elfenmädchen schwangen sich dreimal mit allen anderen herum, um nicht hochmütig zu erscheinen. Sie tanzten sonst am liebsten mit sich selbst. Nun wurde Gevattergaben ausgeteilt, Butterbrote geworfen, wie es heißt. Die Geschenke flogen wie Kieselsteine über das Moorwasser. Jedes der Elfenmädchen gab einen Zipfel ihres Schleiers. »Nimm ihn«, sagten sie, »dann kannst du gleich den höheren Tanz, die schwierigsten Wendungen und Drehungen ausführen, wenn es nötig ist. Du bekommst die rechte Haltung und kannst dich in den steifsten Gesellschaften zeigen.« Der Nachtrabe lehrte jedes der jungen Irrlichter, »bra, bra, brav« zu sagen, an der rechten Stelle zu sagen, und das ist eine große Gabe, die sich selbst belohnt. Die Eule und der Storch ließen auch etwas fallen, aber es sei nicht wert, davon zu sprechen, sagten sie, und so sprechen wir auch nicht weiter davon. König Waldemars wilde Jagd fuhr gerade über das Moor dahin, und als die Herrschaften von dem Fest hörten, sandten sie ein paar feine Hunde zum Geschenk, solche, die schnell wie der Wind jagen und ein oder auch drei Irrlichter tragen können. Zwei alte Nachtmahre, die sich durch Reiten ernähren, waren auch bei dem Festschmaus. Von ihnen lernten sie sogleich die Kunst, durch ein Schlüsselloch zu schlüpfen. Das ist dann so, als ob ihnen alle Türen offen stünden. Sie erboten sich, die jungen Irrlichter zur Stadt zu führen, wo sie gut Bescheid wussten. Sie reiten gewöhnlich auf ihren eigenen langen Nackenhaar durch die Luft, das sie in einen Knoten zusammengebunden haben, um hart zu sitzen, aber nun setzten sie sich rittlings auf die wilden Jagdhunde, nahmen die jungen Irrlichter, welche die Menschen verleiten und verwirren sollten, auf den Schoß. Husch, waren sie fort. Das war alles gestern Nacht. Nun sind die Irrlichter in der Stadt. Nun sind sie am Werke, aber wie und wo? Ja, sagt mir das. Mir läuft ein Wetterfaden durch den großen Zeh, der sagt mir immer etwas. Das ist ein ganzes Märchen, sagte der Mann. Ja, aber es ist nur der Anfang davon, sagte die Frau. Könnt ihr mir erzählen, wie sich die Irrlichter nun tummeln und wie sie sich benehmen, in welchen Gestalten sie aufgetreten sind, um die Menschen auf Abwege zu führen? Ich glaube wohl,
sagte der Mann, dass man einen ganzen Roman von den Irrlichtern erzählen könnte. Ganze 12 Teile, von jedem Irrlicht einen oder vielleicht noch besser, eine ganze Volkskomödie. Die sollt ihr schreiben, sagte die Frau, oder es lieber sein lassen. Ja, das ist bequemer und angenehmer, sagte der Mann. Dann wird man auch nicht in den Zeitungen angeprangert, was ebenso unbequem ist, wie für einen Irrwisch in faulem Holz zu liegen, zu leuchten und keinen Mucks zu sagen. Mir ist das einerlei, sagte die Frau. Aber lasst lieber die anderen schreiben, die, welche es können und die, welche es nicht können. Ich gebe euch von meiner Tonne einen alten Zapfen, der öffnet den Schrank mit der Poesie auf Flaschen und daraus könnt ihr bekommen, was euch noch fehlt. Aber ihr, mein lieber Mann, scheint mir eure Finger nun genug mit Tinte bekleckt zu haben und müsst in das gesetzte Alter gekommen sein, in dem man nicht jedes Jahr nach Märchen herumläuft, zumal hier jetzt weit wichtigere Dinge zu tun sind. Ihr habt doch wohl verstanden, was los ist. Die Irrlichter sind in der Stadt, sagte der Mann. Ich habe es gehört, ich habe es verstanden, aber was meint ihr, was ich tun soll? Ich würde ja durchgeprügelt werden, wenn ich eins sehen und den Leuten sagen würde, seht einmal, da geht ein Irrwisch in ehrbarem Rock. Sie gehen auch in Hemden, sagte die Frau. Der Irrwisch kann alle Gestalten annehmen und an jedem Ort auftreten. Er geht in die Kirche, aber nicht um des lieben Gottes willen. Er ist vielleicht in den Pfarrer gefahren. Er redet am Wahltag, nicht um des Landes und des Reiches willen, sondern nur seinetwegen. Er ist Künstler sowohl im Farbentopf als im Theatertopf. Aber wenn er die Macht ganz und gar bekommt, dann ist der Topf leer. Ich schwatze und schwatze, doch es muss heraus, was mir in der Kehle sitzt, zum Schaden meiner eigenen Familie, aber ich muss jetzt die Retterin der Menschen sein. Es geschieht wahrhaftig nicht aus gutem Willen oder einer Medaille wegen. Ich tue das Verrückteste, was ich tun kann. Ich sage es einem Poeten. Und so bekommt es bald die ganze Stadt zu wissen. Die ganze Stadt nimmt sich das nicht zu Herzen, sagte der Mann. Das wird keinen einzigen Menschen anfechten, denn sie glauben alle, dass ich ein Märchen erzähle, während ich ihnen mit dem tiefsten Ernst sage, die Irrlichter sind in der Stadt, sagte die Moorfrau. Nehmt euch in Acht.